Mitglieder des Athen-Gedenkvereins Guntramsdorf Wiener Neudorf. Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung, die unter dem Titel Verschwundene Guntramsdorferinnen, die vergessenen Opfer des Nationalsozialismus steht, begrüßen. Ja, wenn man hier in die Reihen schaut und durch den Saal schaut, ich bin wirklich beeindruckt und begeistert und möchte mich schon jetzt bedanken, dass so viele Menschen heute zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Diese Veranstaltung ist 85 Jahre nach dem Jahr 1938 ein Versuch der viel zu späten Geschichtsaufarbeitung, ein Versuch, die Präsentation eines wissenschaftlichen Projektes gemeinsam mit einem anspruchsvollen Kunst- und Kulturprogramm zu kombinieren und mit einer transparenten öffentlichen Diskussion über die Geschichte unseres Ortes abzuschließen. Und dann nach der Pause kommen wir wieder zurück und dann diskutieren wir darüber, was wir heute gelernt haben, was wir gesehen haben und was wir mit diesen Ergebnissen machen wollen und machen werden in Guntramsdorf, in Wiener Neudorf und vielleicht auch noch in anderen Gemeinden unseres Bezirkes. Und wir freuen uns natürlich, wenn tatsächlich ein Gespräch, eine Diskussion entsteht und wenn wir eventuell noch offen gebliebene Fragen dann auch beantworten können. Nachdem wir jahrelang darüber geredet haben und die Ressourcen nicht hatten, haben wir mit dem Thomas Schwarz jemand gefunden, der gesagt hat, ich bin jetzt in Pension, ich schaue mir das an, ich bin Historiker, ich bin Politikwissenschaftler, ich bin neu nach Guntramsdorf gezogen, ich bin vielleicht noch unverbraucht und neutral, ja, und wandere jetzt durch die Archive von der Ortsebene auf die Bundesebene bis nach Deutschland. Und was Thomas da in den letzten 2 Jahren gefunden hat, das wird heute eben vorgestellt. Kurz eine Folie noch zum Projekt Verschwundene Guntramsdorfer. Was passiert hier, warum machen wir das, was sind die Ziele des Projekts? Es geht nicht darum, Täter zu finden, es geht nicht darum, Gerüchte weiter zu verbreiten, es geht nicht darum, Unbill zu sehen, das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen die Chronik unseres Ortes und diese Zahlen, Daten, Fakten, die Schicksale aus der Mitte unserer Vorfahren ergänzen, was die Ergebnisse sind. Ich darf jetzt den Thomas Schwarz zu mir bitten. Er ist der Projektleiter, er hat 2 Jahre daran gearbeitet. Ich freue mich auch sehr auf diese Veranstaltung, weil es für mich als gelernter Historiker auch das erste Mal ist, dass ich Ergebnisse, die eigentlich in der aus einer recht trockenen Archivarbeit stammen, vorstellen kann und weitere vorgestellt werden, dann durch Kunst und Kultur. Wie haben wir das Projekt umgesetzt? Es wurde schon angedeutet, es geht um Recherchen und Forschung vorrangig in Österreich, vorrangig in Niederösterreich und Wien, aber auch im Ausland, weil ein Teil der Dokumente zeitbedingt natürlich auch in Deutschland, in Berlin, gelandet sind. Wir haben umfangreiche Recherchen in AZ-Gedenkstätten, Archiven, Museen und anderen Institutionen durchgeführt. Ich kann jetzt gar nicht auf die Einzelheiten näher eingehen. Es ist mir wichtig zu klären, wer sind diese Opfer? Und wir haben uns eng angelehnt dazu an ein Gesetz von 1995, das Bundesgesetz über die Nationalform der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus. Deswegen, weil das vorgibt natürlich und Opfer definiert. Und Sie sehen in § 2 Absatz 1, welche Opfergruppen abgedeckt sind, auch mit unserer Recherchearbeit. Also ich möchte das auch vorlesen. Es geht also um Personen, die vom nationalsozialistischen Regime aus politischen Gründen, aus Gründen der Abstammung, Religion, Nationalität, sexuellen Orientierung, aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung oder aufgrund des Vorwurfs der sogenannten Asozialität verfolgt wurden. So viel dazu. Ein Resultat der Arbeit sind ungefähr, ich habe sie nicht gezählt, aber sicher 5000 Fotos und Dokumente, die ich gesammelt habe. Man sieht hier übrigens ein interessantes Bild. Das ist der Kirchenplatz und mit dem Warenhaus Lichtblau. Lichtblau, eine wichtige jüdische Familie, weil sie ein wichtiges Kaufhaus
ihr eigen nannte, da ist jetzt die Post drin. Also an derselben Adresse, die was Sie hier sehen, das ist ein Foto von einer Feuerwehrübung aus dem Jahre 1929. Das Foto kommt aus den Archiven des Bayern-Museums. 63 Opfernamen sind bisher gelistet, recherchiert und mit allen Einzelheiten vom Geburtsdatum bis zum Sterbedatum mit den Dokumenten, die gesammelt wurden, stehen zur Verfügung und sind in Ihren Unterlagen, die Sie mitbekommen haben, in den Handouts, die Sie in der Pause sich anschauen können, vorgelegt. Und hier die Namensliste, die Sie auch sich anschauen können und in den Handouts auch mit nach Hause tragen. Aber jetzt leite ich gerne über. Jetzt schauen wir im Detail in diese Dokumente des Terrors ein. Sie bekommen dann auch ein Gefühl dafür, was der Thomas Schwarz so lesen musste, Tag und Nacht in den letzten beiden Jahren. Das wird jetzt keine leichte Kost, aber sie wird hervorragend von Andrea und Franz Froschauer aufbereitet. Und ich darf die beiden jetzt einladen, zu uns auf die Bühne zu kommen. Und danke, dass ihr bei uns dabei seid. Zu meinem Bedauern muss ich Sie hiervon in Kenntnis setzen, dass Ihr Kind am 22.01.43 an einer Lungenentzündung plötzlich gestorben ist. Das Kind war geistig tiefstehend, sprach noch gar nichts und hatte kein Sprachverständnis. Es konnte auch noch schlecht laufen. Es hat auch während seines hiesigen Aufenthaltes keinerlei Fortschritte gemacht. Das Kind wäre im Leben sicher niemals ein brauchbarer Mensch geworden, und wäre dauernd anstaltspflegebedürftig geblieben. Nehmen Sie dieses zum Trost, dass es für das Kind sicher besser war, durch einen sanften Tod erlöst zu werden. Du warst jung und schön, ein fescher Sänger des Kummer. Ihr wollt's verliebt und mit dem Leben kommen. Er war nicht treu, dann warst du mit deinem Kind allein. Du hast gearbeitet am Hof, du hast Maurerei, es war für alle eine schwere Zeit. Als Köchin im KZ hast du viel Grauslichkeiten gesehen. Warst frech und mutig, war zu den Obern, was gesagt, was der Meinung war. Mit Erdäpfel schön für den Häftling kommst du selber in Gefahr. Am Spiegelgrund, die Ermordung der Martha Arnhold. An die Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Wien, den 25. April 1946. Strafanzeige bzw. Tatbestandsbekanntgabe zur Strafsache gegen Dr. Ernst Illing und Dr. Marianne Türk. Anzeiger Maria Zanger, Guntramsdorf, Neudorfer Gasse 56. Meine Tochter Martha Arnhold
geboren am 19.02.1929, befand sich, dass sie ein Wandertrieb litt und schwer erziehbar war. Nach verschiedenen Aufenthalten in den Erziehungsanstalten Kloster Neuburg und Frohsdorf, schließlich durch die Gaujugendleiterin Mühlbacher in der Erziehungsanstalt für Jugendliche in Steinhof. Als meine Tochter nach einer Operation im Wiener Minenspital, von wo sie gegen ihre Wehr entlassen worden war, nach Hause gekommen war, bat sie mich händeringend, sie jedoch jetzt daheim zu lassen. Die Fürsorgerin Mühlbacher, an die ich mich nun über Weisung des Jugendgerichts wandte, erklärte mir, ein Nachhausegehen gebe es jetzt überhaupt nicht. Sie werde dafür sorgen, dass diesem Fratzen dieser ganz gemeine Wandertrieb ausgetrieben werde. Ich wandte mich deshalb an den Direktor Dr. Illing, der mir versprach, das Kind nach Beendigung der Untersuchung nach Hause zu schicken. Am 15.10.1944 gab mir die Heimleiterin Bescheid, dass mein Kind bis Weihnachten ganz nach Hause kommen werde. Sie sei jetzt ein Mustermädel. Ernst Robert Gerhard Illing, geboren am 6. April 1904 in Leipzig, war Psychiater und Neurologe. Am 1. Mai 1933 trat er der NSDAP bei. Ab 1938 war er Gau-Hauptstellenleiter für Propaganda im Rassenpolitischen Amt. Illing referierte über die Verhütung erbkranken Nachwuchses, forderte die Bevorzugung gesunder, kinderreicher Familien und die Einweisung asozialer in Arbeitslager. Von Juli 1942 bis April 1945 war Illing an der Wiener Städtischen Jugendfürsorgeanstalt am Spiegelgrund als ärztlicher Direktor tätig. Am 17.10.1944 bekam ich nun zu meiner größten Bestürzung von der Polizei die Nachricht, mein Kind sei plötzlich gestorben. Ich fuhr nun sofort mit meiner bekannten Frau Helene Reichert von Tramsdorf auf den Steinhof, wo die Heimleiterin und Dr. Illy sehr bestürzte Mienen machten, dass so etwas in der Anstalt vorkommen könne. Den Mater habe sich mit Schlafpulver vergiftet. Den Rest des Pulvers habe man gefunden. Am Spiegelgrund, Tötungsanstalt des NS-Regimes. Der Name bezeichnet eine Jugendfürsorgeanstalt der Stadt Wien auf der Baumgartenhöhe, wo in der NS-Zeit von 1940 bis 1945 kranke, behinderte und nicht erziehbare Kinder und Jugendliche gequält und an die 800 Kinder ermordet wurden. Durch Verabreichung von Schlafmitteln, durch Mangelernährung oder Unterkühlung. Der nationalsozialistische Rassenwahn verlangte die Ausmerzung von lebensunwertem Leben. Unter dem nach 1945 verwendeten verharmlosenden Begriff der Euthanasie, griechisch für schöner Tod, töteten Ärztinnen und Ärzte all jene Kinder, die von ihnen als bildungsunfähig und Dauerkosten verursachend eingestuft wurden oder interessantes medizinisches Material für die Gehirnforschung abgaben. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because the visions of the agreement left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sun. Streets I walk alone, narrow streets of cobblestone, neath another of the street lamp, I turned my collar to the coldest band, but my eyes were stopped
people naked like a stone. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Fools that I do not know. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echo in the words of silence. Arisierung. Arisierung, das Geschäft des Rosa und Gustav Lichtblau. Gundhamsdorf am 8. Juli 1938 an die Kreisleitung des Kreises 5 Wienerwald über die Ortsgruppenleitung Gundhamsdorf betrifft Geschäftskauf, Arisierung vom jüdischen Geschäftslokal Gustav und Rosa Lichtblau, Gundhamsdorf. Was war denn nun diese sogenannte Arisierung? Arisierung ist eine nationalsozialistische Wortschöpfung, die die Enteignung und Beraubung der Juden bezeichnet. Um eine kontrollierte und legale Entjudung der Ostmark in die Wege zu leiten, wurde eine Reihe legistischer Maßnahmen getroffen. Am 27. April 1938 trat das Gesetz über die Anmeldung des Vermögens von Juden über 5000 Reichsmark in Kraft. Am 18. Mai 1938 wurde in Wien im Ministerium für Handel und Verkehr die Vermögensverkehrsstelle eingerichtet, die in der Folge alle Arisierungen abwickelte. Die planmäßige Arisierung bedeutete für die rechtmäßigen jüdischen Eigentümer, dass sie dem Ariseur ihren Besitz weit unter dem Realwert überlassen mussten und über den Verkaufserlös nicht frei verfügen durften. Das waren Einzahlungen auf ein Sperrkonto. Nur die geringen Zinsen der Sperrkonten standen den ehemaligen Besitzern zur Verfügung. Ja, politischer Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Der wurde von der Justiz des Dritten Reiches als Hochverrat definiert. Bald nach dem Anschluss Österreichs 1938 setzte das NS-Regime die Strafjustiz zur Bekämpfung und Unterdrückung politischer Gegner in Österreich ein. Hochverrat, Landesverrat und im Krieg auch Wehrkraftzersetzung waren die zentralen Delikte, die man Widerstandsgruppen und politischen Oppositionellen vorwarf. Arisierung bzw. politischer Widerstand. Strafrechtlich verfolgt wurde alles, was als Angriff auf die sogenannte innere Front betrachtet wurde, aber auch der Kontakt zu ausländischen Regierungen. Mitglieder und Sympathisanten der Kommunistischen Partei Österreichs und ihrer Unterorganisationen, Sozialdemokraten sowie Vertreter des politischen Katholizismus gerieten ebenso in die Mühlen der Justiz wie viele eher unpolitische Menschen, denen wie auch immer sich äußernde Kritik am Kriegsverlauf und den Durchhalteparolen der NS-Propaganda vorgeworfen wurde. Etwa 2300 Anklage- und Urteilsschriften von den Oberlandesgerichten Wien und Graz sowie vom Volksgerichtshof, sofern Österreicher betroffen waren, wurden von Zeithistorikern zusammengetragen. Die Schutzhaft war im NS-System ein Instrument der vorbeugenden Verbrechungsbekämpfung. Die persönliche Freiheit konnte von der Polizei entzogen werden, ohne dass dies einer gesetzlichen Grundlage bedurfte. Gegen die polizeiliche Haftanordnung waren keine Einwendungen möglich, etwa im Wege der Haftprüfung. Deshalb war auch die Entlassung Zeidlers nach Verbüßung der 6 Monate nicht vorgesehen.
an die Fürsorgezentrale der israelitischen Kultusgemeinde Wien, Auswanderungsabteilung, Fragebogen, genau mit Tinte, wenn möglich, mit Schreibmaschine ausfüllen. Name? Shisha. Vorname? Gisela. Wohnort? Wien 2. Genaue Adresse? Rembrandtstraße 7. Geburtsdatum? 11.01.1893. Geburtsort? Eisenstadt. Stand? Ledig. Staatsangehörigkeit? Österreich. In Wien Wohnhaftzeit? 1.08.1938. Eventuell früherer Aufenthalt, Orts- und Zeitangabe? 24 Jahre in Guntramsdorf. Während Gisela Shisha die Verfolgung als Gisela Wittmann überlebt hat und 1972 in Wien stirbt, wird ihre Mutter, und da schließt sich der Kreis, in der Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof am 23.01.1940 ermordet. Wie streben wir alle nach Wärme und Licht? Wie gehen wir um mit Sorge und Pflicht? Wie grübeln wir alle über den Sinn unseres Seins? Wie ist er denn wirklich? Der Glanz unseres Scheins. Wie sind wir verwegen, zerbrechlich, verletzlich? Wie loten wir aus, ganz brav und gesetzlich? Wie spüren wir Freude, Kummer und Leid? Wie werden wir sorgsam, fähig, bereit? Barfuß zu gehen auf den Straßen der Zeit. Barfuß im Nebel, ohne Hemd, ohne Kleid. Barfuß zu sein, wehrlos geboren. Barfuß im Herzen und kein bisschen verloren. Wie schön ist die Liebe von Zwängen befreit. Wie schön die Geborgenheit, wenn man bereit. Wie befreiend ist es, nicht mehr müssen zu müssen. Wie wunderbar sorglos zu fallen im Küssen. Barfuß zu gehen auf den Straßen der Zeit. Barfuß im Nebel, ohne Hemd, ohne Kleid. Barfuß zu sein, wehrlos geboren. Barfuß im Herzen und kein bisschen verloren. Barfuß zu gehen auf den Straßen der Zeit. Barfuß im Nebel, ohne Hemd, ohne Kleid. Barfuß zu sein, Freiheit spüren. Barfuß im Herzen, den Himmel berühren. Als wir vor 2 Jahren im Gemeinderat beschlossen haben, dieses Projekt finanziell zu unterstützen, waren wir uns, glaube ich, allen nicht bewusst, wo das im Endeffekt dann auch hinführen kann. Und wir haben heute gesehen, welche schrecklichen Dinge doch passiert sind und auch noch immer passieren können. Und ich glaube, das ist unendlich wichtig, dass 85 Jahre danach, und das haben wir jetzt, genau, die Geschichte aufgearbeitet wird, die gegenwärtige politische, weltpolitische Situation führt uns vor Augen, dass Frieden kein Muss sein muss und Toleranz und Solidarität nicht in Stein gemeißelt ist. Dass Konflikte überall und immer jederzeit ausbrechen können und wir haben nur eine Chance, nämlich von der Vergangenheit zu lernen. Es werden einige Namen mehr werden, das ist so. Schätzen werden bei 70 ungefähr vielleicht enden, vielleicht auch ein paar mehr.
Für mich das Wichtigste ist, dass konkret Hinweise kommen über das Schicksal, über die Verwandten. Ich gehe nach Hause mit einem Hinweis zu Franz Laha. Das heißt, ich habe gelernt, dass ein Sohn noch vielleicht hier lebt. Diese Art von Hinweisen bräuchte ich, um dieses Projekt sinnvoll weiterzuführen. Ich zu Beginn schon gesagt habe, geht es uns darum, Zahlen, Daten, Fakten, Schicksale aufzuzeigen und würdig zu erinnern und zu gedenken. Und ich glaube, ein wesentlicher Schritt wäre, dort, wo diese Fakten jetzt am Tisch liegen, dafür zu sorgen, dass ordentliche Gedenkarbeit stattfinden kann, die in den letzten 85 Jahren nicht nur hier in Guntramsdorf, sondern an vielen Orten in Österreich nicht stattgefunden hat. Und für mich wäre ein logischer Schritt, wenn wir, so wie es es in Nachbargemeinden, wie zum Beispiel in Mödling schon gibt, auch in Guntramsdorf, dort, wo diese Opfer ihre letzten Wohnsitze hatten, Gedenksteine setzen würden.